Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Risen 3 Titan Lords. Ja, wir waren bei Magnus stehen geblieben. Der wollte uns noch ein bisschen was verschnicken hier. Und zwar wollte mir sagen, wie wir hier aufsteigen können, glaube ich. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Glaub ja nicht, dass das so einfach wird. Glaube ich aber. Wenn du ein wahrer Wächter werden willst, will ich. Du dich erst unter Beweis stellen. Mach ich. Hör dich einfach mal im Lager um und mach dich nützlich. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann melde dich mal bei Ilva, Maurizio oder Gordon, dem Schmied. Wenn du wissen willst, wie es um dich im Lager steht, dann frag mich einfach. Mach ich. Ich frage ihn direkt nochmal ein bisschen, wie es mit dem Prisma aussieht. Wo oder soll ich danach suchen soll. Prisma suchen? Am besten schaust du dich mal bei den Minen um. Durchsuche einfach die Minenhütten. Es wird da hoffentlich noch irgendwo rumliegen. Was liegt an... Wir Wächter haben da... Des Weiteren müssen wir den Reaktor zum Laufen kriegen. Erst wenn die Magier das Ding gestartet haben, können wir mit Gewissheit sagen, ob er auch die Insel schützen kann. So lange müssen wir mit allem rechnen und das Lager sichern. Erasmus ist der Magier, der sich um den Reaktor kümmert. Am besten hilfst du ihm dabei. Ich befürchte, alleine ist er damit überfordert. Jawohl, General. Weggetreten, Soldat. Es geht ja mit diesem scheiß militärischen Gefusel los, was ich ja so überhaupt nicht abkann. Naja. Dafür haben wir aber einen ganz schönen blau-roten Fummel an hier. Der ist ja schon relativ maximal sexy. Ich bin eurer Gemeinschaft beigetreten. So? Ich hoffe, du weißt, dass nun eine große Verantwortung auf dir lastet. Du wirst wie alle anderen deinen Beitrag leisten müssen. Und wenn ich es mir recht überlege, kommst du da gerade recht. Was liegt denn an? Ich sehe, an Eifer mangelt es dir nicht. Dieser Schmiede mangelt es an Rohstoffen. Ich rede aber nicht von dem gewöhnlichen Zeug. Nein, ich meine reines Eisenerz. Wenn ganz reines? Nee. Dann ist, glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Bringen. Ich besorge dir das reine Eisen. Gut. Ich werde dir diese Gefälligkeit nicht vergessen. Nimm dieses Gold. Denn umsonst wird man es dir nicht überlassen. Aber ich rate dir nicht, damit durchzubrennen. Du würdest es bitter bereuen. Wo bekomme ich reines Eisen? Nun, du wirst dich wohl nach Kalador begeben müssen. Bei einem Schmied der Dämonenjäger wirst du finden, was uns fehlt. Okay. Da haben wir doch jetzt noch irgendwo eine Quest. Oder einen Typen, den wir ansprechen sollen. Da ich euch beigetreten bin, kannst du mir doch sicher etwas beibringen. Und ob ich das kann? Ich kann dir den Umgang mit der Flammenfaust beibringen. Ist der Kristall in deinen Handschuh eingefasst, so wird die sengende Hitze deine Feinde verbrennen. Klingt nützlich. Das ist erst der Anfang. Mach dich mit deinem Handschuh vertraut. Die erste Prüfung wartet bereits auf dich. Alles klar. Ich habe ein paar Fragen zum Kristall und dem Handschuh. Aber ich habe keine Antwort für dich. Meister Lumbrock wird dir mehr über die Wechselwirkung von Kristall und Handschuh erklären können. Von welcher Prüfung sprichst du? Diese Prüfung wird dir zeigen, welche Pfade die Magie öffnet, wenn weltliche Mittel versagen. Das heißt... Was aus Magie geboren, sollte mit Magie bekämpft werden. Erkläre dich bereit, dich der Prüfung zu unterziehen. Und ich will dir verraten, wo du dich ihr zu stellen hast. Ich will mich deiner Prüfung stellen. Gut, dann geh zum Nordweststrand in die Nähe des Reaktors. Dort wird ein aus Erz und Stein geschmiedeter Wächter auf dich warten. Es steht dir frei, wie du ihn besiegst. Doch ich rate dir, die magische Kraft des Feuers zu entfesseln, die ich dich lehren kann. Okay. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach. Bandtänzer, juckt mir alles nicht. Zaubersprüche lernen, und zwar 40 Mal magischer Kristall. Wie viele haben wir denn? Ist jetzt gerade die Frage, die sich mir stellt. In allererster Linie.
Wir haben hier 7063 Gold und 4290 Ruben. Und was ist jetzt hier mit die Kristallinskis? Wo sind die hin? Magie? Kristallfack? Heilung? Splitterhagel? Bernd, das Brot? Schwarzes Herz? Plunder? Bestimmt unter Plunder, genau. Die guten alten Kristalle. Hä? Kristallbeutel. Magischer Kristall 164. Na ja, gut, da haben wir ein bisschen was. Da können wir vielleicht doch dann mal beides eben schnell nähern. Ich möchte die Flammenfaust lernen. Dieser Zauber kann in vielen Bereichen des Lebens sehr hilfreich sein. Ob du dir ein Feuer anzünden willst, um deine Füße zu wärmen, oder deinen Feinden eine neue Frisur verpassen möchtest. Aber sei vorsichtig, dass du dich nicht selber damit verbrennst. Ich möchte den eisigen Griff lernen. Der Zauber wird dir noch nützlich sein. Okay, und jetzt verrat mir doch nochmal, weil du so ein geiles Büschli bist, wie ich die Dinge anwende. Magie. Fokus, Tränke brauen. Toll, wie wir das können. Und wie genau können wir das? Ich habe keine Ahnung. Steck gefälligst die Waffe weg. So will ich das sehen. Waffe weg. Kluges Kerlchen. Ja, ich habe doch schon so einen Handschuh, oder? Gleich nochmal. Hä? Wer konnte mir nochmal ganz genau die Wechselwirkung zwischen Handschuh und Energie-Moped... Hä? Wo komme ich denn jetzt in das Menü? Ich muss da irgendwo mal was finden, wo ich das anwenden kann. Ja, du hörst mal auf, hier rumzubaumeln, Kollege. Linke Hand, ja. Aber der Handschuh ist leider an der rechten. Ja, guck mal, toll, ne? Hier, müssen wir jetzt hier nämlich die Flammenfaust drauflegen. Und in die linke Hand... Tja, können wir leider nämlich nichts anderes legen als... Ach, das ist doch kacke jetzt, oder? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, so geht's vielleicht. Dann legen wir das mal auf die 1 und das auf die 2. Und Maras Ruf kleben wir uns gerade mal eben dran. Das müsste eigentlich... Dass wir das jetzt alles wechseln müssen, das ist echt kacke, ey. Warum kann das nicht am anderen Handschuh sein? Das ist echt mies. Dieses Äffchen ist trainiert, Gegenstände zu klauen. Es kann Türen öffnen, Hebel ziehen oder durch Fenster klettern. Ja, warum auch nicht, ne? Gutes, ja, warum nicht? Rum tut 75 heilen, 50, Grog 50 und Fuse 25. Ich würde sagen, den hauen wir als allererstes mal weg. Die blöde Bloody Mary 100. Eieieiei. Das haut aber ganz kräftig rein. So, ich probiere es mal ganz kurz eben. Zappums. Dann machst du wie sie Kokele. Was können wir denn mal ganz kurz eben anbrennen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Baum? Mhm. Und was verbraucht sich außer nichts? Ich hab gesagt da. Du bist nicht so blöd wie du. Ich hatte doch vorhin noch einen Apfel. Du hattest vorhin noch einen Apfel? Ja, kann sein. Den habe ich bei mir in der Tasche. So, wir müssen Dinge tun. Und zwar, die große Schiffgeschichte interessiert mich jetzt gerade relativ wenig, denn wir haben jetzt wieder neue Aufgaben für Taranis. Und zwar durchsucht die Minenhütten. Das markieren wir uns gerade mal eben schnell. Und dann gehen wir mal ganz flugs doch hin. Und zwar laufen wir. Das lohnt sich nicht zu warten. Da können wir genauso laufen. Das Wandern ist das Müll, das Lust, das Wandern ist das Müll. Smörrebröt? Smörrebröt. Ich hoffe, die Richtung stimmt jetzt hier gerade. Wahrscheinlich glaube ich schon wieder total falsch. Ich glaube total richtig. Hervorragend. Dann machen wir mal ganz einfach schnell den Organisatorix, was das Prisma angeht. Und danach geht es direkt zum Nordstrand, zu dem Reaktor, weil wegen Golem-Dingsbums wegbumsen. Wo? Hallo, Schax. Hast du nichts zu tun?
Schön, dass du wieder die Hütte hier ne, in Beschlag genommen hast. Die Truhe ist leer. Puh, gibt's hier noch... Strahlsicht, Blick des Goldes. Haben wir die jetzt erfolgreich? Markus meint, dass er eins mit dem Prisma mit dem... einen der Mitte... Ich sollte die Mine im Nordosten der Insel durchsuchen. Hab ich doch jetzt fertig, oder? Jo, alles klar, funktioniert. Dann nehmen wir nochmal ganz kurz eben die nächste Quest hier. Aufstieg bei den Wächtern auf der Karte markieren und dann müssten wir hier oben irgendwas wegknallen. Sagt er mir zumindest. Wir sollen doch hier irgendwo... Irgendwo sollen wir doch hier irgendwie so einen kleinen Hansel wegknallen. Machen wir eben zu Fuß. Porten ist ja langweilig. Ja, Atto Dango, halt die Klappe. Menschenskind, dass die immer ihre Maul auf... Ihre Maul aufmachen müssen. Dass die immer ihre Maul aufmachen müssen. Ich habe dein Prisma gefunden. Gut gemacht. Gib es mir. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Anscheinend ist es nicht mehr Ehre genug, für die Magier arbeiten zu dürfen. Na gut, was möchtest du denn haben? Wie wäre es mit dem Prisma? Hab mir fast gedacht, dass du das sagst. Wenn ich es mir recht überlege, brauche ich es nicht mehr wirklich. Ausnahmsweise behalte es. Aber glaube nicht, dass ich immer so einfach zu überreden bin. Tolle Aufgabe. Geh in die Mine, besorg das Prisma, damit ich das Prisma endlich wieder habe. Okay, was willst du als Belohnung? Wie wär's mit dem Prisma? Okay, ich brauch's nicht mehr wirklich. Hier ist das Prisma. Die Logik möchte ich gerne mal haben. Das ist schon fast Frauenlogik. Aber auch nur fast. Lassen wir mal einfach so stehen. Ich werde schon wieder schief von der Seite angelinst. So, hier drüben sollten wir irgendwo so einen Bob haben. Der nickt mal so links und rechts ein, hinter die dreckigen Laschen geben soll. Da ist der Bob. Na, oh, der sieht aber schick aus, immer. Das Schöne ist, dass man den hier relativ gut aufladen kann. Das funktioniert eigentlich ganz angenehm. Aber ich glaube fast, dass ich tatsächlich mit meinem... mit dem Schwert da besser klargekommen wäre. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ein Golemherz erhalten. Immerhin. So, dann machen wir uns auf den Weg nach oben. Weil war ja so schwierig die Quest. Heieiei. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon ein bisschen hochgelevelt dafür, weil wir die ganze Insel einfach schon mitgenommen haben. Ohne Rücksicht auf Verluste. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir die Quest jetzt nochmal eben schnell ab. Und danach würde ich sagen, es ist schon wieder Zeit für ein kleines Folgenende. So leid es mir tut, ich habe gerade total Spaß und würde gerne weitermachen. Vielleicht mache ich das auch, ich weiß noch nicht genau. Und dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge morgen weiter. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Jetzt beweg doch mal deine dreckigen Hufe, Alter. Ich möchte nur die Quest abgeben. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen in der... morgen. In der nächsten Folge von Risen 3 wieder. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Das ist schlimm. Da, glaube ich. Da war es irgendwo. Da hinten. Irgendwo da. Da? Da. Nicht vergessen, Däumchen nach oben und beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Also, bis denn. Tschüss. Ich habe deine Prüfung bestanden. Der Golem am Strand ist tot. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Wenn dir alle Prüfungen so leicht von der Hand gehen, solltest du vielleicht die Kadetten unterrichten. Danke. Aber lieber nicht. Schätze, dir ist ein anderes Schicksal bestimmt als mir.